Ja, es ist einfach total krass, wie viele Finanzkanäle in den letzten Jahren entstanden sind und wie groß die auch einfach geworden sind. Also ETFs, Aktien, Börse, Finanzcontent findet heute in sämtlichen Formaten statt. Die Finfluencer agieren eigentlich wie richtige Medienprofis. Warum machen sie das eigentlich? Was treibt sie an? Und was sind das eigentlich für Menschen? Wir besuchen die jetzt einfach mal alle und machen einen coolen Roadtrip durch Deutschland. Hallo! Und der steht unter der Überschrift Lerne investieren in Aktien. Jetzt wird's ernst. War Geld dann ein wichtiges Thema? Daniel, du hast ja auch ein Themen-ETF-Depot aufgebaut. Wie kam das denn eigentlich? Wenn man davon lebt, dann versteht man natürlich, wo die Problematik ist. Wir machen es anhand von Kennzahlen und Grafiken sehr einfach. Ups.